Die Antenne Vorarlberg Grillparty. Willkommen bei unserem Techniktipp heute bei Wintergrillt. Da geht es darum, wie bekommt man die Spare Ribs in den Grill? Jetzt werden Sie sagen, Deckel auf, Spare Ribs rein, Deckel zu. Stimmt schon. Das Problem ist nur, wir gehen mal davon aus, dass dieses Schneidbrett die Fläche Ihres Grills ist. Sie haben beispielsweise 10 Freunde eingeladen. Fast unvorstellbar, dass jemand so viele Freunde hat. Aber gehen wir mal davon aus, das heißt, mit 5 bis 6 Rippenbögen werden Sie da nur schwer hinkommen. Wenn Sie also die Spare Ribs so auf dem Grill platzieren, dann bekommen Sie auf Ihre Grillfläche 5, maximal 6 Rippchen. Und das ist, wie gesagt, etwas zu wenig. Da gibt es aber einen ganz einfachen Trick. Sie nehmen den Rippenbogen und rollen ihn ein und stellen ihn senkrecht in den Grill. Der Vorteil ist natürlich, Sie bekommen plötzlich die 4-fache Menge auf dieselbe Fläche und Sie können sogar, wenn Sie einen Grill mit hohem Deckel haben, eine 2. Ebene stellen. Weiterer Vorteil, die Rippchen werden von innen und von außen gleichmäßig gegart, denn das Ganze funktioniert ja wie ein Kamin. Das heißt, die warme Luft, die aufsteigt, zirkuliert durch den Rippenbogen und gart ihn von beiden Seiten gleichzeitig. Die 2. Möglichkeit, die Sie haben, ist, den Rippenbogen verkehrt herum einzurollen. Dann bekommen Sie eine Rippenkrone. Die müssen Sie allerdings jetzt mit einem Fleischfaden fixieren. Ansonsten dreht die sich dann nachher durch die Hitze und das abbindende Eiweiß wieder von selbst auf. Aber wenn Sie einen Rippenbogen als einzelne Portion servieren wollen, ist das auch eine schöne Möglichkeit. Sie können jetzt hier innen nachher einen Krautsalat anrichten oder irgendetwas anderes und dann haben Sie eine schöne Portion Spare Ribs. Es gibt natürlich auch sogenannte Spare Ribs Halter. Da habe ich beispielhaft hier einen da, den Sie auch in den Grill stellen können und dann die Rippenbögen in diesen Spare Ribs Halter stellen. Dadurch bekommen Sie natürlich nicht mehr Rippchen auf den Quadratkilometer, sondern genau gleich viel. Der einzige Vorteil ist, die Rippchen stehen senkrecht und werden auch von beiden Seiten gleichmäßig gegart. Wenn Sie also nur eine kleine Portion Spare Ribs zubereiten, dann sind diese Rippchenhalter absolut sinnvoll. Ansonsten verwenden Sie einfach die Methode des Eindrehens und Hineinstellen in den Grill. Dann haben Sie auf jeden Fall auch noch Platz für andere Speisen. Die Antenne Vorarlberg Grillparty am Pfingstmontag.